Trotz vielleicht umstrittener Passagen hält die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann überhaupt nichts davon, Kindergeschichten wie Jim Knopf rückwirkend umzuschreiben. Diese Diskussionen seien für sie total skurril, sagte Eisenmann der deutschen Presseagentur. Man könne nicht im Nachhinein Dinge korrigieren, die vor 100 oder 200 Jahren entstanden seien und aus heutiger Sicht nicht dem Zeitgeist entsprechen. Das sind schöne Geschichten, bei denen sich die Autoren aus ihrer Zeit herauskommend über gewisse Aspekte vielleicht gar keine Gedanken gemacht haben, so Eisenmann weiter. Natürlich müssten bestimmte Geschichten eingeordnet werden, aber das würden Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte oder die Eltern auch tun.